Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so eine kleine Folge von meinem Goldtagebuch. Ich habe mich jetzt eine Weile wieder vom Goldtagebuch ein bisschen zurückgehalten. Und zwar sind jetzt wieder mittlerweile etwa 4 Wochen her, seit wir das letzte Goldtagebuch gemacht haben. Ich würde sagen, wir gucken mal in die Tabelle, wo wir waren. Und zwar vor 4 Wochen waren wir stehen geblieben bei einem Gesamtgoldstand von 62 Millionen Gold, aufgeteilt auf meinen Main-Account mit 6,8 Millionen und 55 Millionen auf dem Second-Account. Heißt, wir waren eigentlich, ja, wir haben jetzt nicht sonderlich viel Plus gemacht in den Zeiträumen davor, aber immer so ein bisschen was. Im Moment ist bei mir Goldmaking eher so ein bisschen sekundär tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht mehr jeden Tag hardcore am x-mal reposten, meistens nur noch einmal am Tag. Teilweise nur noch alle 2 Tage, je nachdem, wie ich da Zeit finde. Wir wollen jetzt gucken, was wir overall gemacht haben in den 4 Wochen und dann auch nochmal schon ein bisschen was investieren, denn der nächste Zeitraum, die nächsten 4 Wochen oder wahrscheinlich werde ich dann früher schon Update machen, wird interessant. Es kommt nämlich 9.1 am Mittwoch raus und da werden wir wahrscheinlich dann wieder ordentlich abcashen können, weil, denke ich mal, durch die Legendary-Upgrade-Geschichten und auch bei den Berufen die 200 Item-Level-Sachen, die man verkaufen kann. Da kommt ja Handwerksmal 3 raus und solche Geschichten. Da wird auf jeden Fall wieder ein bisschen was gehen. Dann gibt es so komische Kristalle in den Gebieten, wo man die Legendaries mitbauen kann. Und da ich mir auch so eine kleine Twinkermada mittlerweile aufgebaut habe, werden wir da bestimmt auch nochmal ein bisschen was machen können. Gut, bevor wir uns aber das anschauen, schauen wir uns mal an, was wir so im Postkasten haben, beziehungsweise was mein Stand im Moment ist. Auf dem Main-Account sind wir jetzt etwa bei 3,3 Millionen und beim Second Account sind wir bei 52,7. Zusammengerechnet haben wir 56 Millionen. Heißt, wir haben Minus gemacht in der Zeit etwa 6 Millionen. 1,5 Millionen war im Endeffekt Anführungszeichen Konsum oder rausgewastet. Heißt, ich habe mir teure Transmog-Sachen gekauft, Boost-Geschichten gekauft und dementsprechend ist das raus, ohne dass wir das Gold investiert haben. Heißt, von diesen knappen 6 Millionen, die wir dort haben, gehen schon mal 1,5 raus, sind es noch 4,5 Millionen, die wir wahrscheinlich investiert haben. Und da werden wir jetzt gucken, ob sich das Investment rentiert hat oder nicht. Mal gucken. Wie gesagt, sonderlich viel habe ich jetzt in dem Zeitraum nicht fürs Goldmaking gemacht, das was halt nebenbei so ein bisschen geht. Und da würde ich sagen, schauen wir mal in die verschiedenen Postkästen rein. Und dazu würde ich sagen, fangen wir mit meinem Main-Char mal an. Und zwar verkaufe ich ja mit dem die 168er Items und hier habe ich auch einiges drin an Postsendungen. Wir haben insgesamt 469 Verkäufe und ja, das sind keine hochpreisigen Sachen. Ne? Die meisten Sachen gehen für ein bisschen über 1000 Gold raus, da sind die Gewinnspannen jetzt eher so, ne, ein bisschen was. Ab und an verkaufe ich teure Sachen, teilweise auch für 9k, wie ihr hier seht. Ich würde sagen, da fangen wir jetzt einfach mal an, das Ganze rauszunehmen. Mal gucken, was da alleine in diesen Items zusammenkommt. Ne? Also ich bin ehrlich gesagt die 168er Teile auf Antonidas tatsächlich auch nicht am Reposten. Reposten bedeutet ja, dass man die Sachen cancelt, also rausnimmt aus dem Auktionshaus und wieder neu postet, dass man einfach der günstigste Anbieter ist. Liegt einfach daran, dass ich meinen Mindestpreis auf 1000 Gold gesteckt habe und es manche Anbieter gibt, die es eh günstiger verkaufen. Ne? Die verkaufen es dann für 800 oder 700 Gold. Jetzt ist es aber so, dass die Herstellkosten von den Items meistens so zwischen 250 und manche teuren sind bei 6, 7, teilweise 800 Gold. Und wenn ich dann halt für 800 oder 700 alle Sachen verkaufe, dann bin ich bei manchen halt gar nicht großartig in der Gewinnspanne. Ne? Oder nur selten in der Gewinnspanne, wenn die Mats halt gerade günstig sind. Und das ist es mir dann nicht wert. Deswegen habe ich gesagt, ich verkaufe alles für minimal 1000 Gold. Ne? Das Teil, was ich für 300 craft, als auch das Teil, was ich für vielleicht 600, 700 craft. Ne? Um da einfach nicht in die Bredouille zu kommen, was zu verkaufen, was im Minus ist. Und ihr seht, ich verkaufe immer noch genug Sachen. Ne? Klar, ich könnte mich jetzt da mit den Leuten noch betteln, aber ich brauche nichts reposten, wenn ich eh nicht der quasi immer unter den günstigsten gehen. Ne? Und ihr seht, ab und an bin ich ja auch hier Sachen am Verkaufen, die ein gutes Stück über 1000 sind. Dann mal was für 9k, wo du dann riesige Gewinnspannen hast. Das sind so die Items. Da habe ich bewusst diesen Haken nicht drin, dass ich halt quasi die Stats ignoriere, sondern ich gehe
bewusst auf die Stats auch, denn ab und an gibt es Leute, die kaufen sich dann lieber einen Item für 10.000, das dann Versa und Tempo drauf hat, als ein Item, was Crit und Mastery drauf hat, was halt dann vielleicht nur 900 Gold kostet. Ne? Die zahlen dann über das Zehnfache bei einem 168er-Item. Ich kann verstehen, bei vielen Klassen sind die Stats sehr wichtig, aber bei einem 168er-Item, das ist halt ein Übergangs-Item. Ne? Das ziehst du halt irgendeinem Twink an, der halt gerade auf Max-Level gekommen ist, und dann ist es scheißegal, was das für Stats hast. Dann gehst du irgendwo Mythic plus 0 oder du machst irgendwas anderes und dann kriegst du besseres Gear. Also ich verstehe nicht, warum Leute jetzt für das Übergangsgear, und das ist es ja definitiv, ne, dann das X-Fache an Gold ausgeben würde. Also mir wäre es das nicht wert, aber manche Leute, die sagen sich, nee, ich will halt auch bei dem Übergangsgear die Stats haben, sonst nehme ich das nicht und zahle dann lieber halt ein bisschen mehr. Mein Glück ist es, ab und an verkaufe ich da tatsächlich was, aber ihr seht, so sehr häufig ist es nicht. Da war jetzt gerade wieder eins für 9k dabei. Manchmal kriege ich dann auch knappe 2k, aber das hier sind halt eher Peanuts, die ich so nebenbei mitnehme. Wie gesagt, ich crafte da vielleicht einmal in der Woche die Dinger neu, wenn ich dran denke, und hau die sonst halt immer ins Auktionshaus, wenn die im Postkasten wieder aufschlagen. Ich habe die tatsächlich auf dem Main sogar auch 2 Tage drin. Also alle 2-3 Tage stelle ich die Dinger neu ein und vielleicht einmal in der Woche crafte ich das. Das ist wirklich minimal Zeitaufwand und dafür ist es ganz nett, was an Gold, was da rumkommt. Ne? Jetzt haben wir 500.000 hier eingenommen. Ein bisschen was ist noch drin. Wahrscheinlich kommen wir auf so 600k, ein bisschen über 600k werden wir kommen. Vielleicht, ja, 670 oder so vielleicht, sowas um den Dreh rum. Also, ja, kann man mitnehmen. Ihr seht schon, hier ein Tag, hab ich jetzt, nicht, dass ich es zu lang drin gelassen habe, ne? Nee, aber ich glaube, ich bin genau richtig jetzt nach einem Monat, ne? Einen Tag haben wir noch left, dann wäre das Zeug verschwunden. Es ist noch nichts drin, was dann nur noch wenige Stunden oder Minuten drin sind. Ich glaube, mir ist nichts ausgelaufen. Das Blödste, was einem passieren kann, ist, dass Auktionen quasi oder die Post abläuft, dann muss man die mühsam über die Wiederherstellung kriegen. Man kann, glaube ich, nur einmal im Monat einen Char wiederherstellen. Wenn man, wie ich, bei mehreren Chars verkauft, kann das sehr, sehr nervig sein. Gut, was haben wir hier eingenommen? Fast 700.000 Gold. Für so nebenbei Aktivitäten ist das ganz nett. Dann swappen wir mal rüber hier auf meinen Monk. Und zwar verkaufe ich ja mit dem so ein bisschen die Legendary-Teile. Da haben wir ein bisschen größere Summen drin. Hier haben wir aber nur 247 Items verkauft. Da habe ich jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so viel nachgecraftet. Und ihr wisst, der Legendary-Markt ist halt auch ein bisschen erschöpft. Ich vermute, er wird wieder ordentlich ankurbeln, wenn es die neuen Legendaries gibt. Beziehungsweise, wo natürlich dann auch nochmal gut was reinkommt, wenn die Leute ihre Legendaries an anderen Slots basteln müssen. Dann können sich auch tatsächlich die Rang 3, 4 Sachen lohnen, schlichtweg, weil es jetzt neues Gear im Raid gibt, wo bestimmte Sockelplätze hat, und die sind, glaube ich, an denselben Slots, lasst mich jetzt nicht lügen, wie die Azerit-Teile, ich glaube Kopf, Brust und Schultern, und dementsprechend haben manche Leute an diesen Slots ihre Legendaries gecraftet. Blöderweise gibt es dann halt dieses besondere Raid-Gear mit diesem Sockel, was halt anscheinend relativ stark sein soll. Ich habe mich jetzt auf dem PTR ehrlich gesagt noch nicht so weit in die Materie quasi informiert, dass ich genau weiß, was die Sockel machen. Die sollen aber sehr, sehr gut sein. Und wenn man einen Slot quasi mit einem Legendary belegt hat, eins von den drei, dann macht es halt Sinn, das Legendary neu zu craften. Und das wird man halt relativ am Anfang von 9.1 wahrscheinlich dann schon in Angriff nehmen. Und dann kann man vielleicht da mit diesen Items auch nochmal ein bisschen Gold umsetzen. So, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was rausgenommen, sind jetzt hier am Cap, haben schon mal 4 Millionen rausgeholt. 1,7 ist noch drin. Jetzt würde ich sagen, schicke ich nochmal ein bisschen was rüber. Warte mal, wie viel hat denn jetzt der Main? Dann können wir den vielleicht nochmal ein bisschen auffüllen. Da noch ein bisschen Platz haben. Okay, also dem kann ich ja geschmeidig 8 Millionen rüber schicken, oder? Der hat ja jetzt nicht mehr so viel. Da hatte man, nee, machen wir nicht, machen wir 7. Nicht, dass ich so schnell wieder am Cap bin. Das wäre nämlich nicht so gut. Schicken wir dem 7 rüber und dann machen wir hier den Rest noch raus. Muss immer ein bisschen gucken, ne, dass ich das Gold umbastel, auf einen anderen Char schicke, dass ich noch Platz habe. Gut, jetzt hat der noch 1 Million Reserve, die wir auffüllen können. Das sieht doch schon mal gut aus. Sonderlich viel Gewinn werden wir nicht gemacht haben diesmal. Sehe ich gerade so ein bisschen, Sudala. Also,
Gut, 7 Millionen haben wir rübergeschickt. Minus sind 1,2, also haben wir 5,8 knapp. Ne? 5,8 haben wir hier eingenommen. Okay. So, jetzt loggen wir mal noch weiter. Und zwar gehe ich jetzt mal noch auf meinen Nightfeed Druid. Dann bin ich ja so das ganze Transmog und das andere Zeug zu verkaufen, die Matzen und so. Das ist jetzt auch ein bisschen weniger geworden, also nicht von Transmog. Da habe ich immer noch einen Haufen im Krempel rumliegen. Ich farm zwar im Moment kein neues Zeug, ne, weil ich nicht in den alten Dungeons unterwegs bin. Aber die Mats sind ein bisschen zurückgegangen. Ich habe ja mit den ganzen Chars bis vor einem Monat etwa noch Anima gefarmt für die verschiedensten Covenants. Also ich habe einen Lederchar bei jedem der vier Covenants und habe da ja immer schön die ganzen Anima World Quests gemacht. Und das Schöne ist, bei den bei diesen ganzen Skillbäumen gibt es ja immer einen Skill, dass man so einen extra Sack mit Beute kriegt. Und wenn du mit den Chars aktiv die Animal World Quest machst und dann natürlich auch Mobs umhaust, kriegst du ständig diese Säcke. Und ich wurde so mit Mats überschwemmt, dass ich die dann immer alle zusammengeschickt habe auf den einen Char. Und da kam tatsächlich ganz gut was rüber, muss ich echt sagen. Das habe ich jetzt halt nicht mehr so viel, weil ich mit den Chars nicht mehr aktiv was am Machen bin. Aber dennoch sind noch ein paar Restbestände da, beziehungsweise haben wir ja noch ein bisschen Transmog, also ein bisschen was kriegt man da immer verkauft. Ne? Es sind jetzt nicht mehr die Mengen, die es vielleicht vor 2-3 Monaten noch war, aber es ist immer noch ganz gut was drin. Jetzt gucken wir mal hier, wir haben 381 Verkäufe und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Schau mal, wir haben diese stummgeborenen Welblinge, also die, für 70, das ist halt absolut rausgeramscht, aber ich wollte es einfach loswerden. Ne? Die haben ja das Inventar verstopft wie nochmal was. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Tolles drin haben. Das meiste ist halt echt Kleinkrams. Ein Festmahl haben wir vertickt. Diese Festmäler kriege ich im... Ich mache diese Samen im Konservatorium der Königin relativ regelmäßig, weil ich da noch einen Mount raus brauche. Da kriege ich mir die Festmäler. Was haben wir denn hier? Verstärkungsruhen sind immer noch das, was am meisten bringt. Ne? 17k gibt es hier durch die Verstärkungsruhen. Was haben wir hier? 4k, was war das? Das war irgendein Schwert. Okay. Ne, ein Harnisch war das. Das war ein Transmog-Teil. Schauen wir mal so ein bisschen die größeren Posten. Das meiste, wie ihr seht, sind irgendwelche kleinen Ramsch-Sachen, irgendwelche Mats, irgendein Fleisch, irgendein Fisch, irgendwie so ein Zeug. Das kriege ich halt auch über den Missionstisch teilweise hinterhergeschmissen. Ne? Hier seht ihr die Runen. Das sind immer die größeren Punkte. Hier 17.000 für die Runen. Hier haben wir irgendwas anderes. Hier haben wir einen Plan verkauft für 14k. Das ist halt auch nicht schlecht. Das summiert sich dann teilweise halt auch ein bisschen zusammen. Da haben wir ein Pet verkauft. Das ist, glaube ich, aus BFA, aus dem letzten Raid gewesen, ne? Aus Nyalotha müsste das Pet sein. Was haben wir hier? Wieder 30 Runen. Also die Runen kriege ich wirklich richtig gut. Ich habe hier ein verfluchtes Andenken für 9k verkauft. Wahrscheinlich ein bisschen günstig. Hier haben wir auch wieder für 11k die Runen. 41k, was haben wir da? Das sind Schulterstücke, ne? Das ist irgendein Transmog-Teil. Schulterstücke für 41k losgeworden. Hier seht ihr, sind auch schon am Auslaufen, das ganze Zeug. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir overall mit dem ganzen Ramsch-Zeug zusammengekriegt haben. Also ein Tag war es hier am Ende noch, also relativ knapp. Das waren, ja gut, 226.000, ne? Also das war jetzt nicht das große Gold tatsächlich, aber besser als nix. So, jetzt können wir mal gucken und die Beträge eintragen. So, warte mal, jetzt tragen wir erstmal auf dem Account das ein. Ich ziehe das jetzt mal kurz rüber, dass wir das vereinfachen können. Also jetzt habe ich hier wieder die 10.975.000 und auf dem Zweit-Account haben wir 51.736. Ja. Viel war das nicht. Also, wenn wir jetzt unterm Strich rausgehen, ne, wären es nur 271.000 Gewinn. Ich habe aber für Ramsch 101,5 Millionen ausgegeben. Da kommt übrigens noch demnächst ein Waste of Money Video. Dann wäre es zumindest hier ein Gewinn 1,7 Millionen, was jetzt auch nicht viel ist. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr Kleinzeug ausgegeben. Vielleicht waren es nochmal 500k mehr, aber das track ich ehrlich gesagt nicht mit, weil das halt dann viele Käufe mal hier 10.000, mal da 20.000, das summiert sich halt. Aber das sind die Sachen, die ich halt safe weiß. Ne? Also 1,7 Millionen ist jetzt nicht das große Gold. Was wir jetzt aber noch machen wollen,
wir wollen noch mal ein bisschen was raushauen. Also es wird sich jetzt gerne noch mal ein bisschen was verändern, denn wir wollen noch vor 9.1 ein bisschen was vorinvestieren. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen, das sollte ich am besten mit einem Char machen. Das mache ich am besten mit einem Char, wo ich jetzt schon ein bisschen Gold rumliegen habe. Den ich aber sonst nie großartig benutze. Das könnte ich eigentlich... Was haben wir denn hier? Auf ein paar habe ich schon mal Gold zwischengelagert. Das könnte ich mal mit dem Hexer machen. Dann schicke ich mit dem Hexer mal glatt das Gold noch weg. Dass ich auf einen geraden Betrag komme. Hier, nehmen wir den Hexenmeister. Der ist, steht einmal in Revendrest rum. Und zwar will ich ein paar Mats vorkaufen vor 9.1 und mal schauen, ob das eine clevere Sache ist. Normalerweise hätte man sich vor 1-2 Monaten oder vielleicht vor 3 Monaten schon anfangen können, bestimmte Mats zu kaufen, als sie günstig waren. Ich habe es mir überlegt gehabt tatsächlich, habe mich dann aber gegen entschieden, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, vielleicht gehen sie noch weiter runter hin und her. Wollte dann nicht anfangen zu gamblen und habe es nicht gemacht. Ich bereue es ein bisschen, weil vor allem der Hornbalg vor ein paar Monaten deutlich günstiger war, als er jetzt ist. Ich vermute aber, dass er jetzt noch weiter hochgehen wird, sobald der Patch rauskommt, weil natürlich man braucht wieder einen Haufen Ressourcen, ne? Und dementsprechend werden die Preise hochgehen. Also sowohl für die Legendaries als für die anderen Sachen braucht man viele Sachen. Ich werde mich jetzt eher so ein bisschen auf das Leder konzentrieren und weniger auf Erze und Kräuter. Hat einfach ein bisschen den Hintergrund, man wird bald fliegen können und dann werden Erze und Kräuter halt eher eine Geschichte sein, die man relativ easy bekommen kann. So, ich würde sagen, dass wir jetzt... Ach, der hat jetzt wieder alles mögliche an Käse hier rumliegen, der Char. Ich porte den jetzt mal schnell nach Oribos raus. Oder warte mal, wir können mal hier das Anima noch einlagern. Dann haben wir so ein bisschen den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr Slots haben. Ja, ich weiß, ich sollte meine Twinks immer im Inventar aufräumen, aber die lasse ich dann immer so ein bisschen stiefmütterlich in der Ecke liegen. Das hat schon ein bisschen Anima passiv gemacht über den Missionstisch, auch nicht schlecht. So, wir porten es jetzt einmal raus. Und dann gucken wir mal, ob sich das lohnt, da nochmal was zu investieren, wie die Preise gerade sind. Und dann werde ich vielleicht jetzt heute, beziehungsweise morgen, übermorgen nochmal gucken vorm Patch, was sich da so entwickelt und ob ich da vielleicht nochmal ein bisschen was kaufe. Wir wollen jetzt schon mal ein ganz gutes Stück einmal einkaufen. Mal, wie sich die Preise gerade gestalten. So, Auktionshaus-Mount. Das möchte ich übrigens nicht mehr missen, ne? Das Auktionshaus-Mount. Hornbalg. Balg, so rum. Und ihr seht schon, hier sind verschiedene Sachen drin. Wir haben ein paar verzauberte Hornbälge, wir haben aber auch einen schweren Hornbalg. Und jetzt ist er im Moment so für 600 Gold drin, der Hornbalg, ja? Vor ein paar Monaten ging er sogar runter auf, zumindest hier auf Antonidas, auf 450 oder so war er. Also nochmal 150 Gold oder fast 200 Gold günstiger, als er jetzt ist. Also man hat da natürlich schon jetzt eine gewisse Preissteigerung. Ich vermute aber, dass er bestimmt wieder über 1000 peaken wird, zumindest in der heißen Phase in den ersten 2 Wochen von 9.1. Deswegen werden wir jetzt vielleicht ein bisschen was zumindest kaufen. Gut, ich schicke jetzt mal noch ein bisschen Gold rüber. Und zwar schicken wir zum Francis Drake so viel rüber, dass wir genau auf 9 Millionen sind. 400... Machen wir es mal genau, dass ich das da so ein bisschen nachverfolgen kann, ob wir mit dem ganzen Gewinn machen. So, das schicken wir mal rüber. Ach, verdammt. Jetzt sind wir ein paar... Wir sind 70 Kupfer zu niedrig. Warte mal, ich muss noch irgendwas verkaufen, was 70 Kupfer kostet. Ja gut, ist scheißegal. Also wir sind halt jetzt 70 Kupfer und 30 Kupfer so rum. Sind wir jetzt halt unter den 9 Millionen, aber wir halten fest, wir haben etwa die 9 Millionen. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Hornbalg. Gehen wir nochmal rein. Also, jetzt gehe ich mal hierher und kaufe mal allen Hornbalg bis 650 Gold. Also für 2,3 Millionen kaufen wir jetzt mal den Hornbalg auf. Zack. So, jetzt sind wir Hornbalg bei 700 Gold hier. Dann gehen wir hier rein und kaufen den Hornbalg mal das auf bis 77 Gold. So, okay.
Wir machen jetzt mal einen kleinen Market Reset. Ich werde das Zeug jetzt auch nicht auf die Bank gleich packen, sondern das wird jetzt kein richtiger Market Reset, da hätte ich jetzt die 700 Gold Sachen auch noch rauskaufen müssen oder so, aber wir gucken jetzt einfach mal, wir haben jetzt mal das Ganze rausgekauft für fast 3 Millionen, jetzt nicht ganz, aber es geht zumindest in die Richtung. Ich werde das Zeug jetzt teuer ins Auktionshaus zwischenlagern, reinschmeißen, eventuell tut sich halt jetzt schon eine Knappheit entwickeln und wenn ich es jetzt teuer verkaufen kann, ist fein. Wenn ich es nicht verkaufe, dann ist auch alles fein. Dann kriege ich es bestimmt, wenn dann verkauft, wenn 9.1 rauskommt, teurer als jetzt, vermutlich. Oder ich kann es halt selber vercraften. Ne? Also egal, wie es kommt, ich müsste eigentlich im Plusbereich sein. So, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich es für 1000 einstellen soll oder ob ich den hier für 900 erstmal undercutte. Ich habe 5% Aktions... Ja, ich hau's mal hier für die 900 rein. Wenn es nicht weggeht, ist fein. Und hier hauen wir das für... Ja, 400 ist schon ein bisschen tough, ne? Komm, wir machen mal 200. So, okay. Also das wird wahrscheinlich, also davon wird wahrscheinlich nichts verkauft werden. Wenn was verkauft wird, ist auf jeden Fall, bin ich gut im Plus. Und wenn nicht, dann habe ich da nochmal eine Möglichkeit. Und vor allem auch nochmal ein Lager, falls die Preise gut ansteigen, dann habe ich da nochmal ein bisschen einen Polster. Genau. Also normalerweise hätte man jetzt über die letzten 3-4 Monate vielleicht schon mal alle Hornbälge unter 600 immer rauskaufen sollen. Ne, hier zumindest so funktioniert das. Bei euch kann es natürlich sein, dass die Preise ein bisschen anders sind auf euren Servern. Aber, ich denke mal, das müsste schon so halbwegs passen. Jetzt müsste ich mal noch gucken, dass ich da das Gold rausnehme. Und dann kann ich eventuell hier die Sachen nochmal kurz anpassen. Und zwar, habe ich ja jetzt nochmal ein bisschen was rausgehauen. Dass ich da einfach so eine Spalte zwischenrein nochmal mache. Für so einen gewissen Endpreis, den ich jetzt dann quasi nochmal habe. Also die Sachen auf dem Main-Account sind ja gleich geblieben. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele wir jetzt hier sind. Ne? Klar, Gewinn-Verlust ist natürlich dann jetzt hier mies, ne? Das ist eh klar. Aber im Endeffekt, dass wir da die Daten haben, ob wir die Investition quasi reinholen und beziehungsweise ich hoffe ja, dass wir da ordentlich Gewinn mitmachen können. Ich schätze mal, ich gucke morgen und übermorgen auch nochmal rein, wie sich da der Markt entwickelt hat. Es kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie viele Leute jetzt auch Hornbälge quasi schon in der Bank haben, im Lager haben, ne? Ob da ordentlich Lagerbestände von manchen Leuten da sind, die dann so ein bisschen den Preis bestimmt auch mitbestimmen können. Ne? Da ist jetzt für die 2-3 Millionen, was ich jetzt gekauft habe, werden wahrscheinlich eher Peanuts sein, was andere Leute auf der Bank liegen haben. Schätze ich mal zumindest. So, das haben wir jetzt nochmal rausgenommen. Jetzt sind wir hier gedroppt auf 48, irgendwas. Also 48984. Okay. Gut. Okay, dann haben wir die Daten wieder soweit drin. Okay, ja, das war's dann soweit mit meinem kleinen Gold-Update. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch ein bisschen was pre-gestockt habt, ob ihr da ein bisschen vorgesorgt habt, was ihr denkt, was in 9.1 so goldtechnisch geht. Und dann sehen wir uns im nächsten Gold-Update wieder. Ich vermute, dass ich es ein bisschen früher machen werde als diesen 4-Wochen-Rhythmus. Schlichtweg, weil jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen ein bisschen mehr gehen wird. Und ja, dann werden wir mal schauen, wann es das nächste Mal rauskommt. Und ich hoffe, ich mache einen Haufen Gewinn und ihr auch in 9.1, wenn ihr so am Goldmachen dran bleibt, wie ich das jetzt auch vorhab. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.